Horst Held, darf man nach noch nicht ganz einem Drittel der Saison schon mal gratulieren für einen tollen Start? Ja, also da kann man sicherlich gratulieren, dass man einen guten Start hinbekommen haben. Das ist in der Tat, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Das ist natürlich auch wichtig gewesen. Allerdings ist es natürlich so, dass der, wie Sie sagen, der Start beinhaltet noch nicht das Ende. Und von daher können wir mit der momentanen Entwicklung und auch der Punkte, die wir eingefahren haben, natürlich zufrieden sein. Auch wenn es immer besser geht noch, das ist auch klar. Aber das war ein guter Start und jetzt müssen wir sehen, dass wir weiter die Punkte einfahren, die wir brauchen. Gab es irgendein Spiel, das Sie beeindruckt hat? Ja, natürlich, das Derby war natürlich jetzt prägend in den letzten Wochen und das Spiel in London. Das waren zwei Spiele, wo man natürlich jetzt nicht so gewusst hat, wo geht die Reise hin. Das war ein toller Auftritt von jedem Einzelnen, von der Mannschaft insgesamt, von den Fans, die uns begleitet und unterstützt haben da, weil das brauchen wir natürlich auch in jedem Spiel. Und von daher war das natürlich, hat mich das beeindruckt. Da war mit ja auch nicht unbedingt so zu rechnen, wenn man die Spiele gegen den amtierenden Meister im letzten Jahr gesehen hat. Und das war schon prägend. Und trotz alledem haben wir in anderen vielen Spielen halt auch gute Leistung abgeliefert. Klopfen Sie sich als Manager eigentlich mal auf die Schulter, wenn Sie sagen, so ein Spieler wie Roman Neustädter, der jetzt zurzeit überragend spielt, meiner Meinung nach, den habe ich ablösefrei geholt? Nein, da klopft man sich nicht auf die Schulter. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Mich freut es natürlich für uns und insgesamt aber auch in erster Linie für ihn. Er ist in der Tat ein Glücksgriff, aber auch im letzten Jahr schon gezeigt hat, dass er ein wichtiger Spieler einer Mannschaft sein kann. Ich glaube, dass er sich sehr, sehr wohl fühlt. Wir sind natürlich froh, dass wir ihn haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir viele gute Spieler haben, auch auf der Position. Und Roman muss sich immer wieder neu beweisen, das tut er auch. Dann hilft er natürlich in unserem Spiel, das ist klar. Einer für Yogi? Ja, natürlich würde ich mir wünschen, wenn wir mehr Schalker Spieler bei der Nationalmannschaft präsent haben. Wir haben ja mit Benedikt und Julian eigentlich zwei Dauergäste bei der Nationalmannschaft. Ich habe nichts dagegen, wenn da noch der eine oder andere hinzukommt, aber das sollte doch dann auch der Bundestrainer entscheiden. Das ist, denke ich, schon halt auch seine Aufgabe. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir viele gute Spieler in den eigenen Reihen haben, auch viele gute deutsche Spieler in den eigenen Reihen haben. Und natürlich kann ich mir Roman Neustadter auch kurzfristig in der Nationalmannschaft vorstellen. Seitdem Sie auf Schalke sind, haben Sie wirklich alles in den Griff bekommen, nur eins nicht, diese Torhütergeschichte. Entweder sind zu wenig da, ja, oder es sind zu viele. Was ist das Problem bei Schalke und den Torhütern? Naja, wir haben ja einen sehr, sehr guten, für mich nach wie vor den weltbesten Torhüter verloren, das muss man so sagen. Und dann ist es natürlich die Nachfolgeregelung nicht einfach gewesen. Dazu kam eine große Verletzung von Ralf Fährmann, die uns natürlich dann die zu so einer Entwicklung dann geführt hat. Und ich gebe Ihnen vollkommen recht, wenn man das mal Revue passieren lässt in der Vergangenheit, dann haben wir immer zu wenig oder in dem Fall jetzt zu viel. Aber das sind Entscheidungen, die man treffen musste, immer aus der Situation heraus. Das war dann nicht ganz so einfach. Im Grunde haben wir zum jetzigen Zeitpunkt drei sehr, sehr gute Torhüter und wir sind auch froh, dass alle drei da sind. Das ist nicht ganz so einfach zu handeln für alle Beteiligten, auch für die natürlich insbesondere für die Torhüter, die nicht spielen. Aber so ist es nun mal bei einem großen Verein und das werden wir weiterhin auch so umsetzen, dass wir sehen, dass wir ein großer Verein sind und da ist eine harte Konkurrenz und auch auf der Torhüterposition. Da ging ein Riesenaufschrei durch den Blätterwald. Timo Hildebrand widerspricht Huub Stevens. Kriegt Hildebrand einen Rüffel oder haben Sie das ganz anders empfunden? Wir haben das schon ein bisschen anders empfunden. Wir wollen keine zufriedenen Spieler haben, die auf der Bank sitzen. Dann sind sie in der Tat, haben sie den falschen Beruf gewählt. Dass das natürlich auch emotionsbeladen und behaftet ist und dass man natürlich auch eine Enttäuschung dann mit sich trägt und die halt auch mal dann nach außen trägt, ist auch ganz normal. Das sind Menschen, die da am Werke sind und keine Maschinen und da hat man Höhepunkte und aber auch mal schlechtere Momente. Er hat keinen angegriffen, so empfinden wir das nicht. Er hat gesagt, dass er nicht glücklich ist, dass er nicht spielt. Das sind aber viele andere auch. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Timo Sportsmann genug ist, dass er das akzeptiert und von daher war die Aufregung im Blätterwald größer als wie tatsächlich bei uns. In Hoffenheim, was wird das für ein Spiel?
Hoffenheim ist ein bisschen angeschlagen, die brauchen Punkte. Schalke will nicht Bayernjäger sein, aber oben dran bleiben. Ja, kein einfaches Spiel. Wenn man auf einen Gegner trifft, der momentan eine schlechte Phase hat, dann ist ja das Schwierige daran, dass der halt im Prinzip nicht so berechenbar ist. Natürlich sind wir momentan stark unterwegs, aber das muss man sich immer wieder hart erarbeiten. Und Hoffenheim ist eine Mannschaft, die über gute Qualität verfügt innerhalb des Kaders. Die haben auch mal zwei, drei Spiele hintereinander gewonnen, dann haben sie mal wieder zwei, drei Spiele hintereinander verloren. Das heißt also, da fehlt momentan noch ein bisschen die Konstanz. Das kann sich aber jederzeit ändern. Von daher sind wir gewarnt und müssen sehen, dass wir unser Spiel durchbekommen. Dann haben wir natürlich Qualität auf dem Platz und aber auch eine Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Dürfen aber nicht denken, nur weil die jetzt im letzten Spiel verloren haben, wird das einfach. Das wird es nicht. Horst Held, vielen Dank. Okay, danke.